Sensationell. Wir sind in Deutschland bei AMC Schmidt und filmen ein für den deutschen Markt gefertigtes Wohnwagen, der hier steht, von Puccini, von Tabat. Ein Puccini 685 mit Queensbett, 2,5 Meter Breite. DF heißt die Bezeichnung. Warum das so außergewöhnlich ist, ein Doppelachser mit Toilette, sowas verkauft ihr nicht so oft, oder? Wir verkaufen das auch tatsächlich, aber nicht so oft, wie man was vielleicht vermutet. So, einiges ist anders. Ich kenne das ja nur, die Franzosen haben hier ein Fenster. Die Franzosen haben da auch als mal ein Fenster, ja, aber im Bettbereich, wo wir jetzt hier haben, wir das Bett ja gleich, wenn wir reinkommen, ist das oft ja auch nicht unbedingt gewünscht, weil man ja meistens sonst die Rouladen sowieso runter hat, die Jalousien. Die Rouladen. Die Rouladen. So, das Mag Ganze. Auch gute. Das Ganze erkennt man eigentlich, dass es eine deutsche Version ist, an einigen Sachen. Der hat jetzt trotzdem eine Reling. Der hat tatsächlich mit Reling bestellt, ja. So, das ist ein Kundenfahrzeug, ist schon verkauft? Der ist verkauft, jawohl. Also in 22 müssen wir uns im Moment alle immer nur bewegen mit verkauften Fahrzeugen. Wir haben eben eins noch gefilmt, was wir noch haben. 22er Modell, das war noch ein deutsches Fahrzeug mit Etagenbetten, der Da Vinci. Ja, aber ansonsten haben wir tatsächlich wirklich alles verkauft. Wird das ein Camper oder wird das ein Professioneller? Das wird tatsächlich ein Profi. So, mit Klo. Mit Klo tatsächlich, aber wenn du das jetzt nachher siehst, dann wirst du feststellen, dass der sehr wahrscheinlich sein Klo ausbauen hat lassen. Das werden wir gleich mal schauen, denn ich sag mal, hier ist alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt, das können wir gleich mal gucken. Die Tür ist hinten, Länge hier von dem? Die Länge in dem Fahrzeug ist 8,94 Meter bis zur Deichsel und hat einen Aufbau innen zum Nutzen von 6,90 Meter. So, guck mal hier, ihr habt... Ihr habt einen Trecker mit Anhängerkupplung. Ich glaube, der ist tagtäglich in Bewegung. Der hat einige Betriebsstunden auf dem Laufen. Da haben wir uns jetzt gerade für die Zukunft noch mal einen neuen gegönnt und waren am Überlegen, ob wir den alten noch mit abschaffen, aber den werden wir behalten. So ist es. Wir sind nämlich in Idar-Oberstein. Das neue Heck, da ist es, eingeschlagen wie eine Bombe, kam gut an. Es sind immer so kleine Änderungen, oder? Ja, genau. Wie du jetzt mich mal einmal verurteilt hast, dass ich gesagt habe... Ich hab dich verurteilt. Ja, ich darf nicht sagen, dass es nichts Neues gibt. Es war der Schriftzug, der sich geändert hatte. Der war von Chrom auf Carbonfarben. Echt? Ja, man sieht es direkt. Man sieht es direkt, genau. Also von Chrom auf Carbon. Dann diese Zielhilfe hinten für die Kurbelstützen. Genau, ja. Die ist neu. Da ist es mit drin, das ist so ein Köcher, dass du einfach nur noch reinstecken musst. Das war vorher immer so, da warst du ja mit zwei Knien am Boden. Die Schraube getroffen hast, den Schraubenkopf hier. So, und das ist das Besondere, die Tür ist jetzt weiter hinten. Also bei meinem Puccini war sie damals relativ weit vorne. Das ist so. Kommt drauf auf die Anordnung des Fahrzeuges auch an. Wir haben ja hier jetzt eine Rundsitzgruppe und dann schließt meistens die Tür ja auch direkt im Anschluss an. So, deutsche Tür. Die Tür, ja. Ja gut, ich meine, das ist die breite Aufbautür. Die Franzosen die haben ja die teilbare Tür mit drin, mit Schirmhalter, mit der Tasche, die noch drin ist. Jawohl. Die war meist am Tag Nummer 1 auf der Messe noch drin. Ja, einmal drin und dann nie wieder, ja. Denn die Leute dachten, das ist so... So, nehme ich mal gerade mit, ja. Für die Prospekte. Bussystem mit drin, er hat eine Truma Kombi. Sehr schön, gell? CP Plus Bedienfeld, hier fühle ich mich da zu Hause, fast wie ein Wohnmobil. Bussystem mit drin, weißes Leder, jetzt gucke ich mal gerade von der Farbe her. Kunstleder, ja. Kunstleder, so cremeweiß. Ja, das ist in dem Moment jetzt hier ein Kunstleder, ein helles Kunstleder, was von dem Kunde gewünscht war. Und das hat halt in dieser Ausstattung hier so einen grauen Streifen mit drin. Und wenn ich jetzt noch so Aufpreispolster nehme, die haben so aufgenähte Kissen, wie du das eben in dem Puccini von Frankreich gesehen hast. Der hat doch hier oben so kleine Kisschen mit drauf. Gibt es beim Deutschen halt ein Aufpreispolster, dann sind so aufgenähte Rückenkissen halt mit drauf. Dann ist es ganz hell, dann ist es wirklich weiß. Genau, komm mal rein, mach mal bitte die Tür zu. Wir fallen nicht um. Das ist ein Doppelachs, das dürfte nicht passieren. Da passiert nichts. Du gehst nach vorne, ich nach hinten. Ja.
Und wenn er umfällt, dann nur wegen mir. Du bist ja ein Leichtgewicht. Ich guck mal gerade. Der ist schon sauschick, muss ich sagen. Mit dem cremefarbenen Polstern, mit dem Holz, was jetzt sehr edel ist, in Verbindung mit dem Weiß. Das hebt das Ganze nochmal, also dass es auch modern aussieht. Genau, es gibt es ja auch in dem Eschlederpolster. Dann ist es wirklich echtes Leder. Das ist aber so ein Braunton. Wirkt dann halt natürlich diese Ecke, wenn jetzt so auch die Sonne reinscheibt, trotzdem dunkler. So, man sieht direkt die weißen Fenster, da brauchst du Gardinen, die mit dabei sind. Trotzdem habt ihr es hinbekommen, dass sie nicht aussehen wie Omas Gardinen. Das war ja früher so bei Tabat so. Da gab es normale Gardinen, da kann ich mich noch dran entsinnen. Aber jetzt habt ihr Flächenvorhänge. Das verlangt der Markt. Das ist der Markt, der fordert das und die Kunden fordern das. Und dann sollte man auch mit den Kunden mitgehen, ja. Weißer Tisch, grauer Boden. Sehr edel in Verbindung auch mit dem braunen Holz. Was du drin hast, eine weiße Tischplatte, das heißt also auch hier. Hier ist halt schön auch, dass du mal, wenn du in dem deutschen Fahrzeug dich jetzt bewegst, es wird dir immer viel Abstellmöglichkeit gesucht. Und wenn du nur eine Kaffeemaschine abstellst. Hier oben hast du dann wahrscheinlich Steckdosen, warte mal, wo haben wir die? Steckdose hast du hier noch drin, versteckt hier neben. Da sind die. Aber wir könnten da definitiv eine nachrüsten. Kannst du nachrüsten. So, jetzt machen wir mal einen großen Test. Du gehst mal aufs Bett, damit auch ja nicht der Wagen kippt. Und ich lege mich mal hier aufs Polster. Dass man mal das Raumgefühl hier sieht. Sabrina. Oh, ist das riesig. Sag mal, das ist doch der große Vorteil vom Wohnwagen, dass du einfach Platz hast. Dass du keine Platzangst hast, du hast für moderates Geld im Vergleich zum Wohnmobil ein Platzangebot, das unvergleichlich viel besser ist. Klar, als wenn die Leute sagen, mit dem Wohnwagen darf ich aber nicht auf den Stellplatz. Stimmt. Aber das hier ist eine andere Art von Urlaub, glaube ich. Also ich war ja oft in Südfrankreich und in Spanien. Da hast du deinen Platz fest gebucht. Du kennst das wahrscheinlich. Das große Rennen um den 15. November. Kennst du das? Der 15. November war immer der Starttag, bei dem beim Balena Alegre in Spanien die Buchung eröffnet wurde. Okay. Das heißt, die haben dann wirklich, also ich glaube, bis Ende November hatten die alle guten Plätze ausverkauft. Und, das kann ich mir gut vorstellen. Und als wenn du einmal da warst, dann durftest du schon im Sommer reservieren. Ah, dann hast du die Frühbucheroption dir gesichert. Das ist so. Und da standen wir dann 3 Wochen beim Wohnwagen. Okay. Und das ist dann quasi das Apartment, was du mit dir mitziehst. Ja. Das ist so ein bisschen. So, du liegst gerade drauf. Das hier wäre mein Bett, Queens Bett. Das heißt, schlafen wie zu Hause. Ja, du kannst dir Vorteil halt links, rechts dran vorbeigehen und hast ja gesehen, es ist trotzdem genügend Platz. Auch hier die Winkel nehmen nicht viel Platz irgendwo was ein. Du kannst also definitiv, da könnte noch einer in die Mitte jetzt von meiner Seite. Ach, da könnte noch einer liegen, zum Beispiel dein Mann. Ja, das. Der könnte da liegen. So einer soll der mit dabei. So, dann große Tür. Du kannst also richtig wie zu Hause abschließen. Mach mal bitte. Ja, genau. Ich soll das mal sehen. Ich gehe mal hier aufs Bett drauf. Eine Schiebetür. Damit wären wir dann wieder gleich wie im Wohnmobil. Das haben ja viele Wohnmobile mit drin. Also ich glaube schon, dass die Wohnmobilleute ein bisschen was abgeguckt haben von den Wohnwagenleuten und umgekehrt. Und umgekehrt, genau. Das ist so die Flächenvorhänge, die du da hast. Aber dieses Raumgefühl auf 2,50 Meter. Das kannst du eigentlich mit Geld gar nicht bezahlen. Also was du hier mehr hast gegenüber einem Wohnmobil, das ja das Problem hat, dass es ja vorne, weißt du, Lenkrad, Fahrersitze. Noch einiges einnimmt mit dem Führerhaus, ja. Dann die beiden Schränke hier auf der Seite, die du da hast. Dann hast du hier oben, guck mal hier, nettes Detail, hätte man nie gesehen, wenn ich nie hier liegen würde. Da ist der Lichtschalter nochmal da, da kannst du das ganze Licht nochmal einschalten im ganzen Wagen. Klimaanlage ist Serie bei dem? Klimaanlage ist beim Deutschen immer Option. Ist Option. Beim Deutschen. Der Deutsche, der da ist. Das heißt also klare Fenster mit drin, anderer Grundriss, Toilette wahrscheinlich. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Du hast gesagt, er hat sie wahrscheinlich ausgebaut. Also warum ich sage, der Deutsche, denn wir sind eigentlich bei einem Fachhändler. Ihr verkauft die meisten Grundrisse als französische Grundrisse. Jawohl. Und großer Spiegel, da bin ich. mit meinem jugendlichen Sven, mit meinem jugendlichen LS-T-Shirt.
Ist hier noch Schauraum drunter eigentlich? Aber Sven, dann sieht man, dass heute Frühlingsanfang ist. Dann ja. Sehen die Leute erstmal, welche. Im T-Shirt am 21. März. Das ist ja irre, oder? Was du hier an Platz hast. Ach, da drunter an den Seiten auch noch. Ja, du könntest jetzt also eine Serviceklappe einbauen und könntest da links und rechts und runter durchschieben Sachen. Das gibt's ab Werk, Serviceklappe, oder? Könntest du dir links und rechts eine Serviceklappe einbauen lassen, korrekt, ja. Direkt ab Werk? Ja. Okay. Nachträglich auch? Könntest du auch noch machen, ja. Okay. Der Teppich, das ist dein Tipp, direkt mitbestellen, wenn man einen haben will. Das ist jetzt bei dem deutschen Fahrzeug immer ratsam, den Teppich ja mitzubestellen. Der kostet, glaube ich, wenn man den direkt mitbestellt, gar nichts im Vergleich zu dem, wenn man ihn nachbeordert, oder? Wenn man ihn nachordert, ist er doppelt, dreifach fast zu teuer. So, bitte mal anheben. Was haben wir hier für ein... Ich muss jetzt gucken, ob der Komfortschlafsystem hat. Nein, hat er nicht. Ja gut, aber das langt ja. Ein Lattenrost. Ach, Mensch, Sabrina, da fehlt dir nur noch der Mover. Was haben wir denn hier für eine Zuladung bei dem? Wir hätten hier die Möglichkeit, also der hat von der Serie her, hat er 2200 Kilo mit einer Zuladung von 320 und wir könnten ihn tatsächlich auflasten bis auf 2,76 Tonnen. Echt? So, die Zuladung wäre dann wie viel? 2,76 Tonnen, dann haben wir 2,76. Sie sind 500 Kilo mehr, mhm. Haben wir fast 820 Kilo. Gut, brauchst du aber, also ich sag mal 2,5 Tonnen geht auch, oder? Du könntest auch 2,5 Tonnen machen, ja. Passt, das ist die Stufe dann zwischendrin. Der VW-Bus ist nämlich, die meisten VW-Busse älterer Bauart können nämlich 2,5 Tonnen. Das ist so, aber die meisten Franzosen haben ja als Zugfahrzeug entweder einen Peugeot Boxer oder so ein Fiat Ducato, oder? Mhm. Ja, also würdest du machen können, 2,5 Tonnen in dem Moment. Das ist schon die Preisliste von 22. Preis, Aufpreis, 2,5 Tonnen? Für die 2,5 Tonne würde im Moment in der Preisliste von 22 113 Euro stehen. Das ist eigentlich nichts. Also macht's, weil ja. Ich glaube, das Chassis selber ist gar nicht viel schwerer. Papierablasten, kein Problem, aber danach Riesenproblem. Ist immer ein Problem. Und der hat Serie 2,3 oder was? Der hat es serienmäßig 2,2 jetzt. 2,2, also. Das ist noch 300 Kilo dazu im Endeffekt, dann bist du bei 620 Kilo. Und ich kann den mit 2,5 bestellen, trotzdem auf 2,3 ablasten, das geht. Du könntest das machen, aber das macht dir normalerweise keiner. Hm. Weil das ist dann wieder eine Typsache und Geld nochmal mit in die Hand nehme. Also würde aber gehen, würde wenn einer, das heißt, der holt das große Fahrwerk und sagt, ich will aber nur 2,3 eingetragen haben, das geht auch. Weil er vielleicht dann nachher sich ein anderes Auto noch kaufen will in die Zukunft rein. Da holt er weniger mit. Genau, aber so eine Anschaffung macht man ja halt auch dementsprechend auf längere Zeit und dann wäre das noch eine Sicherheit. Das heißt, ich kann 500 Kilo zuladen, was natürlich gigantisch ist. Doppelachser, 500 Kilo, du kannst alles mitnehmen, was du willst in Urlaub, alles auch hier reinladen. Ich meine, wir haben ihn natürlich auch schon mal etwas schwerer beladen, aber der Nachteil ist natürlich die Versicherung. Du siehst es auch nachher. Er sinkt ein. Wenn du eine andere Chassis drunter hast und du kommst eher in eine Kontrolle, wenn du auf der Radkäste ja dementsprechend durchgebogen bist. Ja, das sieht man. Ich hatte das Gefühl, dass die Doppelachser wurden nicht raus, aber das täuscht. Ich glaube, die holen alles raus dann. Ja, also wenn der Radkasten und der Reifen schon dementsprechend nicht mehr Spiel hat, bist du dabei. So, Dometic-Kühlschrank. Was ich toll finde, ist so diese Optik jetzt mittlerweile ist so eher so Schrankwand wie zu Hause. Mhm. Also du hast so ein Feeling durchgehende Optik, nicht mehr die Einzelschränke wie früher. Aber du hast ja eben gesagt, wenn du den Kühlschrank aufmachst, von der anderen Seite weißt du nicht mehr, wo was liegt. Ne? Mhm. Großer Kleiderschrank. Das fand ich ja bei dem Wohnwagen immer so toll. Also das hat auch die Frauen immer begeistert, die ja eher schon mal was Hängendes mitnehmen. Hängt aber jetzt auch natürlich von der Frau ab. Er hat Fußbodenheizung, sehe ich gerade. Fußbodenerwärmung hat er drin, ja. Elektrisch. Elektrisch. Deswegen die Erwärmung. Heizung ist die alte. Gott, also da du hast einen warmen Fußboden. Ist aber für viele, ist das spürbar eigentlich? Merkst du das? Zu den wechselnden Jahreszeiten hin ist es schon ein Unterschied. Man merkt, dass der Boden doch ein bisschen dementsprechend doch warm ist, ja, dass die Kälte von unten dazu kommt. Ist das komplett oder ist das nur in bestimmten Lauflagen? Jetzt zum Beispiel, wo du gehst und stehst, hier links und rechts am Bett vorbei, bis hier vorne also überall, wo du mit den Füßen eigentlich bist. Das Bad auch? Badbereich hier vorne. Okay, warte mal. Ich mach mal auf, jetzt bin ich mal. Da vorne ist drin. Das ist nicht immer geil. Was denn? Toilette weggelassen. Das Klo ist weg. Aber. Ah, das Klo-Ding. Halle montiert. Ja, aber ist doch, wenn du mal irgendwie dir mal
den Schnupfen aus der Nase holen willst, dann hast du wenigstens... nee. Also ich zeig's mal gerade. Die Toilette ist weggelassen, aber der Klopapierhalter ist noch da. Gut, er kam ja gerade erst. Aber das ist jetzt im Profibereich. Das heißt, er hat die deutsche Version bestellt, ohne Toilette. Richtig, genau. So, und dann müsste man sich eigentlich hier die Toilette hindenken. An der Stelle das Licht, Lichtsteuerung ist da, eine riesen Dusche mit drin. Sieht die Wasseranschluss hier? Könnte ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass er das mitgewählt hat. Weiß ich aber auch nicht, wie die Kollegin den bestellt hat. Die meisten haben ein Bad oder wie läuft das? Oder? Ja, die Dusche immer ganz wichtig. Also die Dusche nehmen viele mit, auch das Waschbecken, aber das andere Toilette, ethischer Hintergrund. Was ich stark finde, ist hier der Schrank, der ist riesig. Da ist also viel Platz. Ist da unten auch noch ein Schrank, unten drunter? Wo meinst du? Ich bin hier. Ja, der Spiegel hier, ja, da. Ne, das ist fest. Ne, das ist eine Klappe. Ne? Eine Klappe? Ja. Cool. Und dann die Riesendusche mit dem Tabat-Handtuchhalter, den, glaube ich, jetzt jeder Wohnmobilist übernommen hat. Ein Markenzeichen. Schön. Und eine riesen Rundsitzgruppe. Jawohl. Ja, schöner Grundriss. Also, jetzt haben wir auch die Sonne mal ein bisschen rein. Also ist im Profibereich im Einsatz, sieht man. Klimaanlage als 365-Tage-Fahrzeug ist das hier zu benutzen. Richtig. So, und die meisten tauschen es so zwischen nach 4 bis 6 Jahren aus. Dann kommen sie auf den Gebrauchtmarkt. Und oft bei euch habt ihr schon mal öfter mal Gebrauch normalerweise? Ja, haben wir auch, aber im Moment haben wir ja eben schon mal die Rede drüber gehabt, rufen sie abends an und haben doch auf dem freien Markt doch besser zum Teil verkauft, wie ihn beim Händler in Zahlung halt zu geben. Schön. Komm, wir gehen raus, haben ihn gezeigt. Also doch einiges anders. Troma, Kombiheizung drin, Bussystem, große Aufbautür. Aber auf Wunsch auch ohne Toilette. Er hätte ja jetzt die Wahl gehabt. Bitte? Wir haben auch die Serviceklappe weggelassen. Die Serviceklappe weg. Das wurde dann mitbestellt, dass das gar nicht zu sehen ist irgendwo. Weil du kannst die Toilette auch lose einfach nur oder wegstellen. Dann hast du trotzdem hier die Tür. Also muss man immer aufpassen, dass die dann auch mit wegbestellt wird. Also hier hätte der Sachkundige für französische Wohnwagen jetzt schon ein Problem. Denn er sieht eindeutig die deutsche Version ohne WC-Klappe. Jawohl. Das heißt, er müsste sich hier die Zähne ausbeißen. Da würde er sich jetzt die Zähne ausbeißen, das wollte ich damit sagen. Sehr schön. Sabrina Fehwinger, du bist Spezialistin für große Wohnwagen, aber auch genauso für kleine Wohnwagen. Wir haben ein Video gedreht über diesen, ach, hier ist er gar nicht mehr. Da vorne steht er. Die Knutschkugel. Was ist das für einer? Das war unser kleiner Bellini. Der 93, ja. Das ist der da übrigens. Wir sind bei AMC Schmidt. Und was ihr jetzt seht, das seht ihr nicht, das ist da hinten. Ihr habt viel fahrendes Volk, ihr habt Schausteller als Kunden unter anderem. Gewerbetreibende, alles Mögliche, ja. So, und viele Leute aus Frankreich. Und da hinten, da ist euer kleines Handlager. Da stehen jetzt hunderte von Tabats rum. Die bleiben da aber nicht lange. Nee, die sehen immer von der Straße aus, wie wenn sich da der arme Schmidt nochmal Gedanken machen müsste, um sie zu verkaufen. Aber das haben wir tatsächlich mit allen unserem Team schon geschafft. Und die wechseln. Das ist nicht nur da vorne, da stehen mehrere rein. Korrekt, ja. Stehen fast mehr als bei Tabat auf dem Hof, oder? Das kann ich dir im Moment nicht sagen, aber wir haben einiges an Produktionseinheiten, ja. Sehr schön. Ja, wir filmen heute tatsächlich an einem der schönsten Tage in diesem Jahr, zumindest bis jetzt, 21. März 2022. Wir sind in Idar-Oberstein bei AMC Schmidt zusammen mit Sabrina Fehwinger. Vielen Dank, Sabrina. Das war jetzt der, wie heißt der? Das war jetzt der Puccini 685. Und genau TDF 2,5. TDF 2,5. 2,5. TDF 2,5. Nicht Kuh noch dabei? Nein, DF. Jetzt machst du mich ganz knibbelig. Zeig's mal gerade. DF also, 2,5. Puccini 685 DF 2,5. So, jetzt habe ich's. Tschüss, okay. Sabrina. Es gibt ja hunderte. Ciao.